Deutschland aus der WM verabschieden, wollen nicht nur diese Schweden-Fans in Sochi. Ein schwedischer Reporter ist sogar so frech und will Weltmeister Sami Khedira und seinen Kollegen Rückflugtickets nach Hause schenken. Danke vielmals, aber die brauchen wir nicht. Wir wollen nicht nach Hause, wir sind sicher, dass wir das Spiel gewinnen werden. Absolute Gelassenheit verbreitet auch sein Chef. Löw locker und leicht, trotz Maximaldrucks. Sochi scheint bei der Mannschaft wie Medizin zu wirken. Auf jeden Fall ist die gute Stimmung zurückgekehrt. Ja, tatsächlich, jetzt merkt man, dass es wieder Einzug hält. Es ist ein bisschen wie so nach einer Verletzung, wo man erst mal ein, zwei Tage richtig down ist und dann aber sich darauf konzentriert, wieder zurückzukommen, wieder Bock drauf hat, fit zu werden und zu spielen. So ähnlich ging es uns jetzt, glaube ich. Bock haben also alle, fragt sich nur, wen Löw am Samstag in welcher Konstellation auf den Platz ruft. Zur letzten Pressekonferenz kommt Mario Gomez. Er dürfte also gesetzt sein. Apropos, zu Hause in Deutschland ist die Stimmung sehr gesetzt. In einer Mnet-Umfrage für Welt glaubte nur weniger als die Hälfte aller Befragten, dass die Mannschaft die Vorrunde schafft. In Sochi sind die deutschen Fans zuversichtlicher. Ich bin total optimistisch. Ich denke, wir hauen die Schweden auf jeden Fall 2 oder 3-0 weg. Nein, es geht auf jeden Fall weiter. Dann werden wir schon lachen, denke ich, nach dem Spiel auch. Wir können sogar schon vor dem Spiel lachen, denn der schwedische Scherzreporter hat uns eine Pointe geschenkt. Die Flugtickets hat er aus Versehen nicht auf den 23.06., sondern auf den 23.07. ausgestellt. Und bis dahin ist Deutschland natürlich längst Weltmeister.